Bei unserem Exklusivinterview mit Bandkollege Joe Perry versteckt er sich hinter Sonnenbrille und Kappe. Von Krankheitsspekulationen will er nichts wissen. Ich verfolge nicht all das, was Sie über mich schreiben. Ehrlich gesagt, versuche ich es so gut wie möglich zu ignorieren. Und darin bin ich auch sehr erfolgreich. Für mich ist es eine Ehre, mit Joe und Alice Musik machen zu dürfen. Das ist einfach unglaublich. Ich kenne Johnny schon seit so vielen Jahren und kann sagen, wenn er auf der Bühne steht, dann ist das der echte Johnny. Schon mit 12 bekam der Junge aus Kentucky seine erste Gitarre. Musik ist seither seine Leidenschaft. Depp, der selbst keinen einzigen Social-Media-Account nutzt, nimmt das meiste gelassen. Du hast echt keinen Instagram, Facebook, Twitter? Brauchst du das nicht? Nein, ich bin auch ohne glücklich. Aber die Band hat Instagram. Ich weiß nicht einmal, wie man was postet. Doch er kann sich nicht komplett abschotten. Denn Fakt ist, Johnny Depp steht aktuell unter Anklage. Er soll seinen Ex-Bodyguards wegen Finanzproblemen keine Löhne gezahlt haben, pro Monat verprasst und in die Pleite steuert. Normal äußert er sich nie zu diesen Themen, uns gibt er trotzdem eine Antwort. Seine schleppende Redensart hat allerdings nichts damit zu tun, dass er ins Straucheln gerät, so spricht der Künstler schon immer. Seit Jahren gibt es schon die verschiedensten und immer gleichen Geschichten über mich. Aber ich gebe da nicht viel drauf. Das meiste davon kommt von Leuten, die mir nichts gönnen. Manche Menschen würden mich halt einfach lieber unglücklich am Boden sehen. Not so happy. Am liebsten wäre es mir, wenn ich einfach nur meine Arbeit als Schauspieler und Musiker machen könnte. Denn das ist es, was ich so liebe. And to be able to lead a ganz normal life, dafür mit einem weitgehend normalen Leben. Klar ist es bescheuert, sich über sowas zu beschweren, weil ich ja ein sehr privilegiertes Leben führe. Ich hatte einfach Glück und dafür bin ich sehr dankbar. Das kann er auch sein. Aus der Beziehung mit Sängerin Vanessa Paradis hat er zwei tolle Kinder. Sein Sohn John Jack ist 16. Ihn sieht man kaum in der Öffentlichkeit. Seine 19-jährige Tochter Lily Rose dagegen startet als Model durch. Sie ist das aktuelle Chanel-Gesicht. Ich bin wirklich glücklich, wie sich beide entwickelt haben. Vor allem welchen Weg Lily geht. Sie hat ihre Jobs gut ausgewählt und trifft sehr kluge Entscheidungen. Sie ist wirklich eine tolle, clevere junge Frau, die vor allem sehr smart ist. Bist du ein stolzer Vater? Sehr stolz. Auch auf meinen Sohn, der ja gar nichts mit dem Showbiz zu tun haben will. Seine Kinder bringen ihn zum Strahlen. Auch beruflich hat er allen Grund dazu. Fantastische Tierwelten, der im Herbst ins Kino kommt. Der Charakter hat ja diese kurzen Haare. Deswegen haben wir meinen Kopf an den Seiten kahl geschoren und die verbleibenden Haare gebleicht. Schönes Zöpfchen. Machst du das selbst oder ein Stylist? Nein, ein Freund von mir hat das gemacht. Sorry, du musst sagen, wenn es zu persönlich wird. Nein, es sind ja nur meine Haare. So entspannt wie mit Johnny Depp ist ein Interview mit einem Megastar selten. Man merkt, hier sitzt ein Mann, der seine Familie liebt. Ein Megastar, der das Leben in vollen Zügen genießt. Im Großen und Ganzen passt mein Leben doch. Ich bin auch überzeugt davon, dass ich niemals in der Gosse landen werde. Ich kenne mich schließlich selbst am besten. Übermorgen.